Hallo, in diesem Produktvideo geht es um die betenden Hände, ja, für feierliche Angelegenheiten, für Kommunion, Taufe und so weiter. Die kann man auch hier wieder sehr schön hitzebeständig bis 240 Grad als Isomalt reingießen. Ihr könnt da auch ganz toll auch Butter von machen, weil so eine Figur nur jetzt für eine Tortendekoration, nur mit Fondant, Marzipan oder Modellierschokolade zu verwenden, finde ich immer ein bisschen schade. Hier kann man wirklich dann auch gut Butter reingeben, weil das von der Größe so auch ist, dass man sagt, ich kann eine Tafel abends eben mit so ein bisschen Butter noch verschönern, statt nur einen Block Butter so hinzustellen. Und zwar müsst ihr dafür die Butter geschmeidig arbeiten ein bisschen, dass ihr, wenn es so warm ist wie heute, einfach stehen lassen, dass der Weichen geschmeidig ist, schön reinstreichen, glatt ziehen und dann einfach für eine Viertel bis halbe Stunde ins Gefrierfach legen. Dann wird das Fett ganz hart, dann könnt ihr die so ausdrücken und schon habt ihr ganz tolles Butter, betende Hände für eine feierliche, christliche Feier. Und sonst auch, wie mit den anderen, mit Modellierfondant, einfach schön, schöne Kugel machen und es einfach reindrücken, schön rausmodellieren und dann mit Gold- und Glitzerfarben nachher drüber gehen und das Ganze anmalen. Einfach mit Gold sieht es sehr schön aus. Man kann aber auch Modellierschokolade nehmen. Schöner Kontrast für eine weiße Torte mit Braun- und Zartbitter- oder Cappuccino-Geschmack. Modellierschokolade kann man das auch ganz toll machen. Einfach schön fest reindrücken, schön über den Rand drüber gehen und zum Schluss immer dann auch immer noch einmal kräftig hinten draufhauen, dass man die Konturen alle schön rauskommen. Ich habe es jetzt mal nicht ganz komplett fertig gemacht. Dann kann man die einfach rausholen und dann sieht man auch schön, dass hier die Falten von dem Ärmel und hier die Äderchen und so alles wirklich schön rauskommt.